Mein Name ist Arpad David, ich bin Chefarzt für Kardiologie am KMG-Klinikum Güstrow. Die Kardiologie in Güstrow ist sehr breit aufgestellt. Wir machen sämtliche konservative Behandlungsmethoden, Diagnostiken wie Ultraschall, Langzeit-EKG, Langzeitblutdruck, Ergometrie, Spiroergometrie, Duplex der Karotiden und noch weitere Untersuchungsverfahren. Invasive Verfahren haben wir auch alle zum Anbieten. Wir haben 3 Kathetertische insgesamt im Haus. Wir haben etwa 1200 Herzkatheteruntersuchungen im Jahr. Davon gut ein Drittel mit Intervention, also mit Eingriffen an den Herzkranzgefäßen, wo man eben die Gefäße aufweiten muss. Zusätzlich diagnostizieren wir auch für die Herzchirurgie-Patienten. Das heißt, wenn wir Patienten haben, wo dann ich als Kardiologe nicht mehr ausreiche und der Herzchirurge mir helfen soll, dann machen wir die Diagnostik fertig. Wir besprechen die Befunde mit den Herzchirurgen im Team und dann wird die beste Therapie für den Patienten entschieden. Die Kardiologie umfasst sehr viele Bereiche, unter anderem auch die Rhythmologie, aber die Rhythmologie selber ist auch ein sehr breites Gebiet, wo man wirklich sehr spezielles Fachwissen braucht, wenn man invasive Verfahren anbieten möchte. Um das wirklich gut realisieren zu können, hat sozusagen das KMG-Klinikum noch vor meiner Zeit hier Professor Bentsch gewinnen können, hier eine eigene Rhythmologie aufzubauen. Und diese funktioniert auch sehr gut. Das heißt, wir arbeiten Hand in Hand, wenn wir Patienten haben, wo wir sagen, dass da ist durchaus ein Eingriff sinnvoll, dann schicken wir diese Patienten zu Professor Bentsch. Ebenso Professor Bentsch schickt die Patienten zu uns, wenn er der Meinung ist, dieser Patient muss noch weiter abgeklärt werden, zum Beispiel Herzkatheteruntersuchung oder medikamentöse Einstellung. Das würden wir dann eben machen. Wir haben sehr erfahrene Kollegen hier im Haus, die für uns tätig sind und entsprechend auf sehr hohem Niveau dann die Untersuchung und die Eingriffe durchführen. Wir decken quasi das gesamte Spektrum an kardiologischen Diagnostik und was in unserem Bereich möglich ist, auch Therapie ab, also sowohl die konservative Medizin mit Tabletten, da hat sich auch sehr, sehr viel entwickelt in den letzten Jahren, also da gibt es ganz neue Tabletten, ganz neue Kombinationen, die dem Patienten wirklich sehr viel bringen und die muss man rechtzeitig ansetzen und dafür sind wir dann in der Regel auch sehr oft der erste Ansprechpartner, der das eben machen kann. Also kardiale Ereignisse, kardiale Erkrankungen kann man sehr gut vorbeugen, wenn man die Risikofaktoren für sich optimiert. Das heißt, man strebt ein normalen Körpergewicht an, man schaut, dass man gesund lebt, viel Bewegung, 10.000 Schritte am Tag ist so ein Stichwort. Gucken, dass man, wenn man erhöhte Blutfette hat, dann auch entsprechend Diät hält oder Therapie macht, dass man nicht raucht, wenn man zuckerkrank ist, dass der Diabetes gut eingestellt ist. Dann hat man wirklich sehr gute Chancen, Ereignisse weit hinaus zu zögern oder gar nicht erst zu bekommen. Eine Herzkatheteruntersuchung ist in der Regel aktuell noch eine stationäre Therapie. In manchen Fällen kann man auch überlegen, ob man sowas ambulant durchführt. Wir haben ja die Möglichkeit, statt über die Leiste für diese Untersuchung über Arm durch den Arm die Untersuchung laufen zu lassen, wo dann der Patient quasi nach 2 Stunden schon aufstehen kann und eigentlich am selben Tag nach Hause gehen darf, wenn da sonst nichts passiert.